Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir haben jetzt noch ungefähr grob über den Daumen gepeilt 6 Monate Zeit, bevor ich hier das erste Schulkind zu Hause sitzen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das aktuell nicht besonders positiv bei uns belegt ist. Sowohl bei Vince, der von sich aus sagt, dass er keine Lust auf die Schule hat, sowohl auch von meiner Seite aus, weil ich ganz große Befürchtungen und Ängste davor habe, wie das dann ist, wenn er in die Schule geht. Und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Da kommen ganz neue Herausforderungen auf ihn und auf mich zu und ganz neuer Alltag, komplett neue Strukturen. Es ist auch so, dass er alle bekannten Menschen und bekannte Orte hinter sich lässt und an einen neuen Ort geht mit neuen Menschen. Der ist einfach ein Kind, dem das nicht einfach fällt, solche Umstellungen. Und da mache ich mir natürlich schon so meine Gedanken, auch wie das dann, also noch weiß ich nicht, ob ich einen Hortplatz bekommen werde. Wie läuft das dann, wenn ich keinen bekomme? Wie läuft das mit den Hausaufgaben? Wie läuft das mit dem zweiten Kind, was dann hoffentlich nicht irgendwie zurückstecken muss? Und bekomme ich das alles unter einen Hut? Also da mache ich mir schon so meine Gedanken. Und das wollte ich heute einfach mal so ein bisschen teilen, weil ich glaube, und dafür ist YouTube immer noch eine Plattform, dass ich nicht allein mit diesem Thema bin und dass man sich da so ein bisschen gegenseitig hochhelfen kann. Das Thema Schulranzen haben wir zum Glück abgehakt. Das war etwas, was mir relativ leicht fiel. Zu dem Thema habe ich übrigens schon mal ein Video gemacht. Auch das Thema, wie feiern wir den Schulanfang und Einladungen verschicken und so. Na, das sind alles Sachen, da freut man sich irgendwie auch drauf. Das habe ich alles schon erledigt. Aber dann gibt es natürlich so Dinge, vor denen man auch so ein bisschen Angst hat. Und es ist ja auch für mich das erste Kind, was jetzt in die Schule gehen wird. Und ich habe da jetzt schon so ein bisschen meine Fühler ausgefahren, wo man sich halt vielleicht Hilfe holen kann. Tausche mich auch mit anderen Mamas aus, wo die Kinder jetzt in die Schule gehen werden. Hab zum Glück zu meinem, also das ist wirklich ein riesengroßes Glück, dass meine Schwester Grundschullehrerin ist und ich mir da wirklich von der Quelle Hilfe holen kann. Wie kann ich ihm vor allen Dingen dem Spaß an der Schule vermitteln? Weil ich bin Kind, ich bin liebend gern in die Schule gegangen. Natürlich gab es zwischendrin mal so Phasen, ne, wenn man dann irgendwie Streit mit jemandem hatte oder was auch immer, wo man nicht gerne gegangen ist. Aber im Grunde bin ich die ganzen 12 Jahre sehr, 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 sehr gerne gegangen. Ich habe sehr, sehr gerne gelernt. Und ich weiß auch, dass er ein sehr wissbegieriges Kind ist und dass ihm das große Freude bereiten wird. Aber das kann nicht für ihn entscheiden. Du wirst viel Spaß in der Schule haben. Sondern es muss von ihm herauskommen. Und da bin ich froh, dass ich sie an meiner Seite habe und wir da jetzt gemeinsam schauen, wie wir Vince Spaß an der Schule machen können. Oder diese Vorfreude einfach auch steigern können. Und wenn ihr da Interesse dran habt, wie wir das dann ganz konkret angehen, könnt ihr ja mal gerne unten in die Kommentare schreiben, dann mache ich da sehr, sehr gerne nochmal was darüber. Was ich euch auch sehr empfehlen kann und ans Herz legen kann, ist ein Instagram-Account, den ich auf meiner Suche nach Hilfe gefunden habe. Der nennt sich Schulstart mit Herz. Ich verlinke den mal unten in der Infobox. Der ist wirklich sehr, 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 sehr hilfreich. Gibt halt auch so Tipps für Mamas wie mich, die so überlegen, okay, was kann ich jetzt schon im Vorfeld für mein Kind tun? Zum Beispiel fand ich einen sehr, sehr guten Tipp zu der Zeit, wo dann ungefähr Hausaufgabenzeit zu Hause wäre, mit dem Kind relativ regelmäßig Sachen am Tisch zu machen, zu basteln, zu malen, dass es daran gewöhnt ist, für einen gewissen Zeitraum zu einer gewissen Uhrzeit am Tisch zu sitzen und Dinge zu erledigen. Und dass man so diesen Druck vielleicht auch so ein bisschen daraus nimmt und dass das Spaß machen kann. Und dann habe ich gelesen folgendes Buch hier, was mir auch so in die Hände fiel. Und zwar ist das aus dem Humboldt Verlag von Doris Heueck-Maus. Stressfreie Grundschuljahre, die neuen Herausforderungen meistern, Konflikte verlösen. Kinder verstehen lernen. Das hatte mich sehr angesprochen, schon so von seinem Äußeren. Und ist zum Glück nur so ein kleines, dünnes Büchlein. Und soll so eine Basis schaffen, eine solide Basis für die Schullaufbahn. Und
Da ist es, und das fand ich sehr, sehr gut, schon wichtig, dass man eine gute Beziehung zu Hause in der Familie hat. Also auch dieses Wissen als Eltern ist für mich ganz wichtig. Ich kann ganz viel verändern hier zu Hause und kann ganz viel für mein Kind tun hier zu Hause. Also da fühlt man sich nicht ganz so hilflos, wenn man jetzt von den Lehrern, Pädagogen abhängig ist. Und weil hier zu Hause findet halt auch dieses sozial-emotionale Lernen statt, was die Kinder dann in der Schule später brauchen. Und was auch schön an dem Buch ist, es geht halt auch darauf ein, dass es halt auch neue Pflichten für uns Eltern gibt. Also dass auch für uns Eltern sich da einiges verändern wird. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Schon wie das morgens anders ablaufen wird und nachmittags und abends. Ne? Also da kommt auch für uns als Eltern gibt es auch so eine gewisse Schulpflicht und Veränderung, die das Ganze so mit sich bringt. Und es geht auch um Themen, ne, wie also Lernen, wie funktioniert Lernen, wie lernt man Lernen, um das Thema Hausaufgaben, weil es da ja sicherlich auch öfter mal zu Schwierigkeiten kommt, von wegen, ich habe keinen Bock und ich kann das nicht. Auch um das Thema neue Beziehungen in der Schule, ne? Also wie gestaltet sich das dann? Wie ist das, wenn das Kind vielleicht ausgeschlossen wird, wenn es Streitereien gibt? Wie verhält man sich halt auch als Elternteil? Dann gibt es auch so ein Kapitel typische Alltagskonflikte. Da hat man dann halt so Themen wie schaffe ich das morgens mit dem Aufstehen und wie ist das mit dem Aufräumen und wie ist das, dass wir es irgendwie pünktlich in die Schule schaffen und auch so ein Thema wie Fernsehen und Computerspiele findet da zum Beispiel Beachtung. Dann gibt es auch ein Kapitel typische Schulkonflikte, dann auch Eltern-Kind-Konflikte. Also ich würde sagen, es wurde so an alles gedacht, wo ich jetzt denke, dass das irgendwie mal Thema dann werden könnte, vor allen Dingen so in den ersten 4 Jahren in der Grundschulzeit. Und das hat mir schon sehr geholfen, diesen Druck auch zu nehmen, diese Angst auch zu nehmen, dieses, okay, du hast jetzt so ein Potpourri an Möglichkeiten, was du im Fall XYZ tun kannst. Also das hat mir tatsächlich sehr geholfen. Deswegen wollte ich das einmal mit erwähnt haben und ich verlinke es auch unten in der Infobox. Also ist auf jeden Fall wert, das zu lesen, auch wenn man sich weniger Sorgen und Gedanken macht, wie ich das vielleicht tue. Und ich möchte mein Kind auch gar nicht mit meinen Sorgen und Befürchtungen anstecken. Also bei ihm bin ich immer so, das wird schön und das wird toll und ich bin gerne in die Schule gegangen und erzähle auch viel gerne Positives aus meiner Schulzeit. Zum Beispiel kennt er meine beste Freundin aus meiner Schulzeit auch noch. Und sowas erzähle ich dann jetzt halt aktuell sehr, sehr viel. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr jetzt in den Kommentaren schreibt, ob ihr auch ein Schulanfänger jetzt zu Hause sitzen habt, wie es euch damit geht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, was ihr vielleicht empfehlen könnt und freue mich da sehr auf einen regen Austausch in den Kommentaren. Und wenn ich euch, wie gesagt, noch ein bisschen eventuell auf dem Laufenden halten soll, was mir vielleicht noch an Büchern in die Hände fällt oder was wir vielleicht noch ganz konkret tun, dann schreibt es auch sehr, sehr gerne in einem Kommentar und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!